Hallo zum Sport am Freitag. Am 21. Juli, also am Sonntag in einer Woche, steht ganz Tübingen wieder im Zeichen des Mai-Generalbau-Triathlons. Zum fünften Mal geht der Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen in der Unistadt über die Bühne. Neuer Veranstalter ist die Deutsche Triathlon Union. Namenssponsor ist wieder das Unternehmen Mai-Generalbau. Mein Kollege Roland Steck war bei der PK am Firmensitz in Tübingen dabei. Uns verbindet Stolz und Freude, dass ich innerhalb, doch zwar sind 4 Jahre und 5. Veranstaltung, ist nicht wenig, aber insgesamt doch recht kurze Zeit, und dass in so kurzer Zeit sich diese Veranstaltung als festes Highlight im Eventkalender von Tübingen und darüber hinaus etablieren konnte, das erfüllt uns, wie gesagt, mit Stolz und Freude. Ist eigentlich schwierig, wenn jedes Mal der Veranstalter wechselt, beziehungsweise konkret gefragt, hat man jetzt den richtigen gefunden? Ich beantworte gerne beide Fragen. Ja, es ist schwierig, jeder Veranstalterwechsel ist schwierig, und zwar in erster Linie deshalb, weil es ja immer auch mit der Unsicherheit einhergeht. Ne? Das ist ja nicht Knall auf Fall, dass der eine sagt, ich höre auf, und der nächste sagt, ich komme, sondern es ist zunächst einmal perspektivisch unklar. Gibt es eine Fortsetzung, dann ist es in der Regel eine längere Findungsphase, bis man dann wieder jemand tatsächlich auf der Position des Veranstalters hat. Das ist auch für die Veranstaltung nicht zuträglich, weil je später man quasi auch dann an die Öffentlichkeit geht, umso schwieriger tut man sich, hinreichend Athleten zu gewinnen. Aber die zweite Frage, haben wir jetzt den richtigen Veranstalter? Ich denke, ja, ich finde es ganz, ganz toll, dass die Deutsche Triathlon Union da jetzt eingestiegen ist. Die sind seit der ersten Veranstaltung mit dabei, waren seit der ersten Veranstaltung involviert, kennen daher den Wert, im besten Wortsinn, den Wert dieser Veranstaltung in Tübingen, auch für die Bundesliga, für die Deutsche Triathlon Union. Und von daher finde ich es toll, dass die eingestiegen sind. Die haben ganz viel Vorwissen aus den vorangegangenen Veranstaltungen, was uns wiederum ein gutes Gefühl gibt, dass da jemand nicht von 0 auf 100 jetzt und wir wieder bei 0 anfangen, ja, sondern man kann da schon auf die Erfahrung aus der letzten 4 Veranstaltungen aufbauen. Es sind alle Beteiligten meiner Wahrnehmung nach mit ganz, ganz großem Eifer und mit größter Euphorie mit dabei, und von daher, ich freue mich sehr, dass es die DTO macht. Man kennt sich jetzt über die Jahre persönlich, die ganzen dort Handelnden, ja, und von daher bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass es A, eine gute Veranstaltung wird, B, wir den richtigen Partner haben, und C, jetzt endlich die Konstanz reinkommt, die Veranstaltung wie diese, die sie hier auch verdient. Herr May, vielen Dank und viel Spaß. Danke. Herr Zoll, Geschäftsführer der Deutschen Triathlon Union, warum ist die DTU als Veranstalter eingesprungen? Sind alle froh hier, aber warum? Ja, genau genommen ist ja nicht die Deutsche Triathlon Union als Veranstalter eingesprungen, sondern letzten Endes die Tochtergesellschaft, die Veranstaltungs-GmbH, eine gemeinnützige GmbH, die sich letzten Endes aufgrund eines anderen Ereignisses dieses Jahr in Berlin gegründet wurde. Und ja, letzten Endes stand kurz vor Dezember diese Veranstaltung auf der Kippe, weil der bisherige Veranstalter ja letzten Endes sich dazu entschieden hat, die Veranstaltung nicht mehr durchzuführen. Und es gab für uns eigentlich nicht wirklich ein langes Überlegen, diese Rolle einzunehmen, weil wir eben in der Entwicklung der Veranstaltung bisher schon ein großes Potenzial auch gesehen haben, diese weiterzuführen, und sie eben einfach auch ein Stück weit einmalig ist, hier vor allen Dingen in Baden-Württemberg. Und das war eigentlich der Hauptgrund zu sagen, wir müssen das weiterführen für den Triathlonsport, aber eben auch für Tübingen. Was sind eigentlich die zentralen Herausforderungen eines solchen großen Events? Die zentralen Herausforderungen sind natürlich jetzt unter den Ereignissen der letzten Jahre immer mehr die Sicherheitsvorkehrungen, die da zu treffen sind. Wir haben hier natürlich eine hervorragende Unterstützung vom Ordnungsamt, die uns da wirklich mit den Erfahrungen der letzten Jahre sehr stark zur Hand gegangen sind und unterstützt haben, aber ja eben natürlich auch sehr hilfreich sind, wenn wir dann eben Lösungen finden müssen für neu aufgetretene Probleme. Also das sind wirklich die schwersten Themen im Sinne natürlich des Athleten, aber auch des Zuschauers, da für Sicherheit zu sorgen. Und darüber hinaus müssen natürlich aber auch so die sportlichen Abläufe passen, dass wir eben dem Athleten sein gewünschtes positives Erlebnis bieten. Das sind, glaube ich, die Dinge vorauszuplanen und zu denken, die größten Herausforderungen. Wir werden mehr auf der Plataninsel zum Beispiel auf Glasscherben achten, die Plataninsel besser mit Teppichen auslegen, sodass es zu weniger Verletzungen bei den Teilnehmern kommt. Es ist nichts ärgerlicher, als wenn man in Glasscherben tritt während des Wettkampfes oder das Fahrrad im
Zweifel kaputt geht durch Glasscherben. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir sehr gerne aufgenommen haben, verbessern wollen. Dann haben wir eben den einen Wendepunkt Lustenauer Tor, den wir besser ausschildern, besser aufbauen werden, sodass es da zu keinen Verfahrungen kommt, dass jeder weiß, ob er auf die zweite Runde muss oder ob er schon ins Ziel darf oder in Richtung Wechselzone. Das sind einige Tipps, die wir mit aufgenommen haben und die zur Verbesserung beitragen. Wie ist der Stand der Vorbereitungen jetzt? Ist schon immer so lang? Nein, wir befinden uns auch jetzt sportlich gesehen auf der Zielgeraden und das ja quasi im Zielsprint schon. Es sind jetzt die letzten Details, die quasi jetzt das Ganze zu einem großen zusammenfügen. Wer fährt wohin? Sind die Transporte organisiert? Sind alle Materialien dann am richtigen Zeitpunkt vor Ort? Und das sind jetzt so die kleinen letzten Details dann. Das grobe Ganze steht und jetzt geht's an die kleinen Sachen. Daten, Zahlen, Fakten interessieren auch immer, wie viele Teilnehmer sind es und ja, wie groß ist das Heer der Helfer, die im Einsatz sind? Ja, also mit Teilnehmern sind wir sehr gut dabei. Wir haben jetzt aktuell 1200 Meldungen plus die beiden Bundesliga-Wettbewerbe noch, also kommen wir fast auf 1400 Athleten insgesamt, die sportliche Wettkämpfe in Tübingen bestreiten und die Helferschar wächst und wächst und wir sind jetzt schon fast bei 280, die wir aber auch benötigen. Also wir sind um jede helfende Hand sind wir dankbar, aber die Tübinger sind da sehr, sehr gut dabei. Die Vereine helfen uns sehr gut, kommen von alleine auf uns zu und das ist ein sehr großes Engagement hier. Also herzlichen Dank auch an die Tübinger Vereine in dem Sinn. Gut, wir betrachten uns ja als Partner des Triathlons, auch des fünften Triathlons. Insoweit geht es uns praktisch darum, eine Veranstaltung in der Stadt einerseits zu etablieren, andererseits natürlich auch eine Akzeptanz dieser Anwohner zu erreichen. Das heißt, wir informieren über das Ganze. Natürlich, solche Veranstaltungen sind mit Einschränkungen der Anwohner verbunden. Aber wenn die Anwohner richtig informiert sind, wenn sie wissen, was bei ihnen geht, ja, dann sind sie auch bereit, so eine Großveranstaltung zu akzeptieren und auch möglicherweise als Besucherinnen und Besucher zu unterstützen. Es ist ein Großevent. Welche Elemente fordern die Stadt am meisten? Na gut, wir haben natürlich schon, was den Event betrifft, einen Sicherheitsplan aufgestellt, den schon vor 5 Jahren, den schreiben wir Jahr für Jahr fort und unterstützen so natürlich den Veranstalter massiv. Wir beteiligen uns mit Manpower an der Veranstaltung und auch mit ein bisschen Geld. Wetterkapriole sind natürlich in diesen Zeiten besonders groß. Hitze, Unwetter. Ist man da vorbereitet? Also Sie wissen ja, dass wir vor kurzem eine Großveranstaltung absagen mussten aufgrund der Wettersituation. Insoweit ist klar, dass wir auf Wettersituationen vorbereitet sind. Wir wissen, wann wir bei Hochwasser etc. absagen müssen. Insoweit ist nämlich an jede Stadt in der jetzigen Zeit, wenn sie mit Starkregen oder Gewitter rechnen müssen, wissen sie, wie sie mit so einer Situation umgehen. Manche Teilnehmer fragen nach der Wasserqualität vom Neckar. Was sagt die Stadt dazu? Ja gut, wenn wir das Gesundheitsamt fragen würden, ja, das tun wir aber nicht, sondern im Prinzip der Veranstalter ist damit verantwortlich für seine Athleten. Er nimmt Wasserproben und da gehen wir davon aus, dass die Verantwortung beim Veranstalter liegt und schlussendlich bei den Athleten, die ins Wasser gehen. Zum dritten Mal ist das Krebszentrum Tübingen Sozialpartner des Events. Wir sind als Sozialpartner beim Triathlon jetzt das dritte Mal mit dabei, um ein ganz wichtiges Thema für unsere Krebspatienten in den Fokus zu rücken. Es ist wissenschaftlich bekannt, dass sportliche Aktivität sowohl Krebs verhindern kann, als auch die Behandlungserfolge und Verträglichkeit von Krebsbehandlungen verbessern kann. Wir haben deshalb eine Spendenaktion am Rande des Triathlons etablieren können, wo wir für eine Aktivität, nämlich eine Sportberatungssprechstunde für unsere Patienten Spenden einsammeln und die dadurch etablieren konnten. Welche Sportarten passen besonders oder ist so ein Dreikampf im Ausdauerbereich ideal? Für uns ist es natürlich ideal. Wir sind mit einem Team von mehr als 30 Mitarbeitern am Start über die verschiedenen Distanzen beim Jedermann-Triathlon. Ich selbst wäre an der Schnupperdistanz teilnehmen. Für die Patienten ist es eine sehr individuelle Abwägung, wo man nicht pauschal sagen kann, das eine ist gut für den Patienten und das ist dann gut für alle Patienten. Deswegen haben wir diese Beratung eingeführt, weil für den einen Patienten kann es eher ein Ausdauersport sein, für den anderen Patienten kann es eher ein kraftbetonter Sport sein. Das ist sehr, sehr individuell und das ist genau der Gegenstand der Sportberatung. Professor Zips, vielen Dank. Danke.
Neben den Hobbyathletinnen und Athleten und den ambitionierten Amateuren steht auch der dritte Wettkampftag im Rahmen der ersten Bitburger 0,0% Bundesliga an. Nach dem Auftakt im Kraichgau und dem Rennen in Düsseldorf ist die Elite also nun über die Kurzdistanz erneut in Tübingen am Start. Mit dabei sind auch die Lokalmatadorinnen des Maipost SV Tübingen. Die belegen derzeit Rang 12 in der Gesamtwertung. Tanja Schneider, Athletin der Bundesligamannschaft. Jetzt natürlich die Frage, Aufstieg geschafft letztes Jahr und die Situation souverän gemeistert. Was bedeutet ein Triathlon in der Heimatstadt? Das bedeutet uns natürlich total viel. Es fängt schon an, dass die Kosten sehr reduziert sind, dass wir nicht fahren müssen, dass wir keine Unterkunft brauchen, was tatsächlich auch ein bisschen schade ist, weil das Teamfeeling natürlich fehlt von den anderen Rennen, wo man gemeinsam 6 oder 8 Stunden im Bus sitzt und gemeinsam zum Frühstück kann. Das versuchen wir aber immer trotzdem zu organisieren, dass wir gemeinsam frühstücken, gemeinsam Abend zu essen, uns gemeinsam trotzdem nochmal die Strecke anzugucken, weil man da ja doch die Gefahr läuft, dass man denkt, man weiß, wie alles läuft und dann im Rennen doch erstaunt ist, dass es doch nicht ganz so läuft, wie man gedacht hat. Vielleicht ein paar Tipps von der Profifrau an die Schnupperer. Was muss man beachten? Gibt es eigentlich sowas wie unterschiedliche Strömungen im Neckar? Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Strömungen im Neckar und es ist schon gut, sich eher in der Mitte aufzuhalten. Da kommt so die Strömung von beiden Seiten zusammen und da schwimmt man ganz, ganz gut und flott stromabwärts. Wenn man hochschwimmt, sollte man sich dann natürlich nicht in der Mitte aufhalten. Vielen Dank. Was ist das Ziel für die neue Saison zum Schluss gefragt? Unser Ziel wird schon sein, auf jeden Fall Spaß zu haben. Und jetzt ist auf jeden Fall das Ziel, wieder weg vom 14. Platz zu kommen. Im Gesamt liegen wir gerade auf Platz 12. Aber da sind wir sehr zuversichtlich. Das wird auf jeden Fall klappen. Und genau, das werden wir in Tübingen beweisen. Aber der Spaß steht auf jeden Fall im Vordergrund. Eben, viel Spaß und viel Erfolg beim Heimrennen. Vielen Dank. Sie kennen ganz viele Triathlon-Veranstaltungsorte. Was ist das Besondere oder das Attraktive an Tübingen? Das Herzstück der Veranstaltung ist natürlich die Eberhardsbrücke. Letzten Endes mit der Front von Tübingen, der Altstadt, hat das natürlich ein einmaliges Wiedererkennungsmerkmal letzten Endes. Und natürlich in der Stadt einen Triathlon durchzuführen, ist auch nicht unbedingt üblich und überall möglich. Insofern sind das, glaube ich, die herausragenden Merkmale der Veranstaltung hier in Tübingen. Es gibt in Deutschland sehr viele, sehr große Veranstaltungen, aber ich glaube, der Charme der Größe, die Tübingen als Stadt, aber auch als Veranstaltung hat, ist es auf jeden Fall noch eine Reise wert, hierher zu kommen. Und das nehmen ja immer mehr Leute wahr. So sieht's aus. Wir sind natürlich auch wieder mit dabei. Bleibt zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt. Ihnen ein schönes Wochenende.